Heute ist der vorletzte Tag des Monats. Seit morgen ist der letzte Tag des Monats. Und ich würde gerne noch ein Buch beenden. Ich habe heute die letzten Seiten meines letzten Buches gelesen. Ist ja schon einige Stunden her. Ich hätte eigentlich schon längst das neue Buch beginnen können, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe mir jetzt Flirt mit Nerd rausgesucht, was ich ja letztes Mal schon ausprobieren wollte, beziehungsweise rereaden wollte. Es hat aber 350 Seiten. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Zeitraum schaffe. Auf der einen Seite lesen sich so Jugendliebesgeschichten relativ schnell. Auf der anderen Seite habe ich halt nur noch einen Tag und ein paar Stunden heute. Ich bin hin und her gerissen. Wir sehen mal, ob ich meine Meinung nicht ändere. Aber ich habe auch eigentlich keine Bücher, die wesentlich weniger Seiten haben. Also die, naja, das sind sehr wenige, die unter 300 Seiten haben. Schon komisch. Also, ich bin bis Seite 100 gekommen. Das heißt, ich habe morgen noch 250 Seiten vor mir. Ob ich das schaffe oder nicht, wer weiß. Ich hoffe zumindest schon. Ich meine, ich habe ja heute erst um wie viel? 8:30 angefangen. Jetzt ist es natürlich weit nach Mitternacht. Aber ich habe in der Zeit 100 Seiten geschafft. Das heißt, ich habe morgen ja mehr Zeit, also den ganzen Tag. Das ist mindestens dreimal so viel Zeit. Es ist spät, ich rechne jetzt nicht wirklich. Und da dürfte ich auch fast dreimal so viel schaffen, wenn ich es drauf anlege. Und das tue ich auch. Mal gucken, ob ich es schaffe. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar nichts zum Inhalt gesagt habe. Also, wann ist das Buch nochmal rausgekommen in Deutschland? Ich glaube, es ist im Englischen wesentlich älter. Ich finde auf jeden Fall, dass die ganze Prämisse heutzutage gar keinen großen Sinn ergibt, weil Comics cool sind. Das Marvel-Franchise, das es im Kino gibt, ist das größte der Welt. Jeder geht gefühlt in diese Filme, abgesehen von mir. Und ja, dafür würde heutzutage keine mehr ausgelacht werden. Das ist richtig Mainstream geworden. Natürlich liest sie jetzt nicht unbedingt die Marvel-Klassiker, aber ich glaube, es wäre nichts mehr, was man so verstecken müsste, dass man Comics liest und Superhelden gerne mag. Man merkt aber auch einfach an der Technologie, die erwähnt wird, wie CDs und sowas, dass das schon ein bisschen älter das Buch ist. Ich finde es ein bisschen blöd, dass sie die ganze Zeit quasi alle belügt und sich selber irgendwie verleugnet. Aber ich denke mal, dass das eine gute Lehre am Ende des Buches dabei rauskommt. Und das ist doch auch schon mal was. Also ich finde es ein bisschen blöd, dass sie das die ganze Zeit macht. Aber ja, das ist ja die Lehre des Buches. Und das ist eine wichtige Lehre. Und deswegen mal gucken, wie es weitergeht. Ich finde es auch blöd, dass sie gerade total mit dem Typen flirtet, was ich ganz süß finde. Aber sie hat halt einen Freund, der gerade nicht da ist. Aber ist das ein Grund, jetzt auf einmal ihn zu betrügen? Nein. Auch wenn die beiden scheinbar nicht so viele Gefühle füreinander haben. Aber er ist trotzdem ihr Freund. Das macht es nicht okay, ihn quasi zu betrügen. Nächster Tag, es ist 17.38 Uhr, da war gerade eine Fliege. Ich hatte gerade das Fenster offen, da fliegen die immer rein, aber die finden nie wieder raus. Warum sind die so doof? Naja, auf jeden Fall ist es jetzt 17.38 Uhr und ich bin erst auf Seite 200. Oder schon, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich bin ziemlich positiv, dass ich heute noch die restlichen 150 Seiten schaffen werde. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich bin sowieso meistens eher produktiver, wenn es zum Abend hin geht. Ich glaube, ich bin eher eine Nachteule als so ein Frühaufsteher. Und ja, ich bin auf jeden Fall über die Hälfte, glaube ich, schon rüber. Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe ein paar Sachen markiert. Also es gefällt mir nicht so richtig, dass die beiden, also es tatsächlich flirten ist mit einem Nerd, obwohl sie eigentlich noch einen Freund hat. Und dann versucht sie mit ihm Schluss zu machen übers Telefon. Aber er geht nicht ran und sie spricht das auf seinen Anrufbeantworter. Aber sie weiß nicht, ob er es gehört hat oder nicht, weil er sich nicht meldet. Aber sie geht davon aus, dass sie schon getrennt sind. Also ich finde das ein bisschen fragwürdig alles. Das hätte für meinen Geschmack besser sein können. Das
ist wahrscheinlich auch die eine Sache, die mich davon abhält, so richtig drin einzutauchen, weil ich den Rest eigentlich sehr schön finde. Ich finde es super geschrieben. Ich mag eigentlich den männlichen Protagonisten, die weibliche Protagonistin kann ich auch ganz gut verstehen. Ich mag das ganze Beziehung, was die haben, aber irgendwie bin ich emotional nicht dabei. Deswegen habe ich dem damals wahrscheinlich nicht so überschwänglich hier 5 Sterne gegeben, sondern einfach pragmatisch 5 Sterne. Also es hat eigentlich nicht so viel falsch gemacht. Aber irgendwie bin ich auch jetzt wieder emotional nicht so richtig dabei, was eigentlich meine Absicht ist bei solchen Büchern. Mal gucken, ob das noch was wird. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Es ist jetzt kurz nach 19 Uhr und ich habe beschlossen, nochmal spazieren zu gehen. Eigentlich mache ich das jeden Tag, manchmal mit meiner Mutter zusammen, weil ihr schadet das auch nicht. Aber heute bin ich alleine unterwegs, ich höre währenddessen Hörbuch, normalerweise, wenn ich nicht gerade vlogge. Ich denke, das ist noch erlaubt, oder? Ich meine, man muss ja in die frische Luft gehen, man muss sich ein bisschen bewegen, wenn wir den ganzen Tag zu Hause rumsitzen. Das ist auch nicht gut für die Gesundheit und den Körper. Deswegen gehe ich jetzt spazieren und lese dann die restlichen Seiten. Ich habe noch 130 oder so übrig, schon relativ spät. Aber da ich es gestern auch geschafft habe, gehe ich mal davon aus, dass ich das heute hoffentlich auch schaffe. Jetzt ganz durchweicht. Es hat angefangen zu regnen, während ich versucht habe, die arme kleine Spitzmaus zu retten. Da fallen auf jeden Fall regelmäßig welche rein in unseren Kellerschacht. Die suchen wahrscheinlich nach Nahrung. Ich weiß nicht, scheinbar ist die Barriere nicht groß genug. Die fallen da jedes Mal rein. Vielleicht wohnen sie auch einfach viel zu nah an unserem Haus. Und dann ist das immer wieder ein Struggle, die da rauszubekommen. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Dann hat mir eine Nachbarin geholfen. Ich wollte es ein bisschen schonender machen, weil die Maus schien schon nicht mehr so gut bei Kräften zu sein. Sie konnte nicht richtig laufen, hat sich die ganze Zeit irgendwie umgedreht. Und dann hat es angefangen zu regnen und die kühlen ja schnell aus. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es jetzt so flackert, aber hält hoffentlich nicht lange. Dann kam die Nachbarin, hat ein Kehrblech genommen, hat sie einfach aufgeschüppt und dann weggebracht. Ich dachte mir, ja, so kann man es auch machen. Ich wollte sie halt nicht erschrecken, aber man kann halt auch nicht schon lang da stehen und versuchen, sie irgendwie in den Eimer zu ködern oder so. Naja, die tun mir auf jeden Fall leid. Durch die Spitzmaus und jetzt das Essen habe ich ganz schön viel Zeit verloren. Es ist jetzt 9:15. Ich habe noch nicht weitergelesen. Ich habe noch 130 Seiten vor mir. Das könnte ein bisschen knapp werden. Ich habe hier gestern ungefähr bei derselben Zeit angefangen, aber ich habe auch nur 100 Seiten gelesen. Jetzt muss ich ein bisschen mehr lesen. Aber immer, wenn ich am Ende eines Buches bin, bin ich meistens ein bisschen mehr motiviert, weil ich dann ein Buch beenden kann und dann lese ich meistens auch schneller. Also ich fange jetzt auf jeden Fall an und verliere nicht weiter Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich, wenn ich es beendet habe. Es ist jetzt schon fast 1 Uhr nachts, das heißt eigentlich ist schon der 1. Mai, ist das schon geschummelt? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich Flirt mit Nerd beendet und ist noch zum April gezählt. Was soll ich letztendlich darüber sagen? Ich habe dem jetzt 3,5 Sterne gegeben. Es ist ein okayes Buch, es macht sicher Spaß, wenn man sich total drin verlieren kann und die Emotionen spürt. Ich fand auch das Ende, also die letzten paar Seiten auch sehr süß.
davor, dass es so lange gedauert hat, obwohl man eigentlich schon beim Ende war. Also 50 Seiten hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber es ist okay. Also ich verstehe nicht, warum mein Handy da ständig macht, diese Streifen. Das nervt mich total. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht mehr was. Ich gucke nochmal, was ich gepostet, also mit dem Post-it markiert habe. Und dann melde ich mich nochmal. Achso, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe da eine Stelle markiert, wo unsere Protagonistin, die ja eine Cheerleaderin ist, darum geht es ja, sie ist eine Cheerleaderin und sie möchte nicht, dass Leute herausfinden, dass sie auch ein Nerd ist und dass es ihrem Ruf schadet und deswegen hält sie es geheim. Aber ich verstehe nicht, warum sie mit dem Nerd, mit dem sie ja flirtet, warum das ausgerechnet der attraktivste, muskelbepackteste Sportler-Nerd sein muss, den es da gibt. Ich meine, wenn man schon darauf eingeht, dann mach es doch zu einem richtigen Nerd. Nicht, dass es kein richtiger Nerd ist, aber dann mach es doch ein bisschen außergewöhnlicher, ein bisschen auch realistischer. Also ich verstehe nicht, wie der Torwart der Fußballmannschaft, okay, die Fußball ist jetzt kein besonders beliebter Sport in Amerika, aber er ist trotzdem Sportler. Und gleichzeitig Nerd, das geht natürlich. Aber ihr könnt mir doch nicht verkaufen, dass er dann eher als Nerd angesehen wird und weniger als Sportler, obwohl er scheinbar Muckis hat. Also ein attraktiver Sportler, der nebenbei noch Comics mag. Okay, heutzutage ist das normal. Ich weiß nicht, wann das geschrieben wurde, ob das da nicht normal war und man deswegen die Leute abstempelt als Nerd. Aber er ist Sportler. Er ist ein attraktiver, muskelbepackter Sportler. Ihr wollt mir doch nicht wirklich verkaufen, dass da jetzt eine große Hürde ist, mit dem zusammen zu sein. Das glaube ich nicht. Dann macht ihn doch zu einem schlaksigen Obernerd, der halt keine Muskeln hat. Das fände ich viel interessanter, als mir das verkaufen zu wollen. Also ich weiß nicht. Boah, dieses Handy geht mir auf den Sack. Wenn jemand weiß, woran das liegt, dass er ständig so Streif macht, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ansonsten gehe ich jetzt schlafen. Wie gesagt, 1 Uhr nachts, es wird Zeit. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.